Eine neue Woche, eine neue Abendschau und ein eingespieltes Team. Außerdem Katrin Bonhoff ist an meiner Seite. Zusammen mit Eva-Maria Lempke und schönen guten Abend von uns beiden. So ist es. Die Bühnen werden die ersten sein, die wieder öffnen dürfen, wenn denn Öffnungen anstehen. So hat es Kultursenator Klaus Lederer gerade versprochen, aber so weit ist es eben noch nicht. Und bis dahin suchten sich die Theater und Orchester ihr Publikum heute auf den Straßen. Bundesweit, aber in unserer bühnenreichsten Stadt sowieso und überhaupt natürlich besonders stimmgewaltig. Und wo wir schon in den Himmel gucken, bleiben wir da doch direkt. Wir gucken aufs Wetter. In der Nacht dichte Wolken, in der Früh auch mal leichter Schneeregen bei 2 bis 0 Grad. Es bleibt nichts liegen. Also so sind auch morgen früh noch ein paar Tropfen möglich bei minus 3 Grad. Dann am Mittwoch, bei 3 Grad, Verzeihung, am Mittwoch scheint länger die Sonne. Weiterhin 3 Grad plus, wohlgemerkt. Am Donnerstag wieder wolkig, ein paar Flocken fallen eventuell. 2 Grad, am Freitag dann bei maximal 4 Grad wieder trocken. Die Nächte werden allerdings wirklich empfindlich frostig. Und jetzt noch eine Sache. Ja, vielleicht haben Sie es ja schon vermisst. Es geht um ein Wort, das Wort des Jahres. Es ist die Corona-Pandemie geworden. Streng genommen ja eigentlich zwei Worte. Die Gesellschaft für deutsche Sprache, auf die ist auch kein Verlass. Wirklich positiv ist es auch nicht, aber naja, so müssen wir halt da irgendwie durch. Es ist schöner wäre der Knuffelkontakt.